Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Mai 2019. Ja, auch wenn man es dem Thumbnail nicht ansieht, aber dem Titel konntet ihr es entnehmen, ja, es ist doch so ein bisschen ein XXL-Neuzugänge-Video geworden, denn es sind im Mai 23 Bücher bei mir eingezogen. Ja, ich frage mich gar nicht, wie das passieren konnte, denn ich weiß, wie es passiert ist. Aber ja, davon sind 10 echte Bücher eingezogen, 10 E-Books und 3 Hörbücher, was ich einen sehr coolen Schnitt finde, weil ich möchte ja immer so tatsächlich eigentlich mehr E-Books lesen haben. Aber ich habe in diesem Monat 2 Buchpakete erhalten. Zum einen habe ich mit der lieben Rebecca ein Tauschpaket gemacht und die liebe Tanja hat ein bisschen ausgemistet. Und da habe ich mir auch, ich glaube, 3 oder 4 Bücher ausgesucht und diese beiden Buchpakete haben mich jetzt im Mai erreicht und deswegen sind es definitiv auch 23 Bücher. Ich glaube, insgesamt habe ich 9 Bücher geschenkt bekommen und ja, sonst wäre der Monat gar nicht so katastrophal. Schön, wenn man das auf andere Leute schieben kann. Also viele Grüße an Rebecca und Tanja. Ja, aber es ist einfach so. Mich stört es auch nicht und ja, der Sub ist jetzt mal wieder bei über 100 und ja, es steht jetzt keiner da, der mich irgendwie den Kopf kleiner macht oder größer oder wie auch immer. Also es gibt viel Schlimmeres, aber ja, ich finde das eigentlich, ja, habe ich ganz gut hingebracht. 23 Bücher ist eine schöne Zahl, wie ich finde. Und ich glaube, dass ich im Juni tatsächlich einfach mal so ein bisschen weniger Bücher brauche. Und es wäre auch schön, einfach mehr gelesen zu haben, als erhalten zu haben, was jetzt im Mai nicht geklappt hat. Leider. Aber gut. Wir starten mit den ersten 5 Büchern, die bei mir eingezogen sind. Und das sind die ersten 5 Teile der Krim-Chroniken von Maya Shepard. Ich, habe irgendwie einige Schwärmen gehört und schwupps sind die ersten 5 Bücher der Krim-Chroniken bei mir eingezogen. Nicht direkt hintereinander, aber jetzt der einfach halber sozusagen habe ich die ersten 5 Bücher hier, zeige ich euch einfach die Cover nach und nach rein. Es ist die Apfelprinzessin, es ist Asche, Schnee und Blut, es ging weiter mit der schlafenden Tod, mit dem Gesang der Sirenen und der goldenen Apfel und auch alle 5 Bücher habe ich im Mai schon gelesen. Es ist wirklich eine ganz tolle Märchen-Adaptions-Fantasy-Reihe, die sehr spannend ist, die Märchen der Gebrüder Grimm auch so ein bisschen auf die Probe stellt und zeigt, was könnten die vielleicht wirklich damit gemeint haben. Mir gefällt der Schreibstil von Maya Shepard sehr, sehr gut. Was ich echt ein bisschen blöd finde, ist, dass einfach jede Geschichte nur so knapp 150 Seiten hat im Durchschnitt und dass man halt wirklich den Eindruck hat, man hat eigentlich eine große Geschichte von 1500 Seiten und man bekommt immer nur so ein Häppchen. Also, ja, verkaufstechnisch natürlich cool. Ich glaube, es kam wirklich jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Teil raus. Es ist, glaube ich, auch der 13. und finale Teil schon da. Aber man wird halt immer so unterbrochen, weil jetzt ist es vorbei. Ne? Und natürlich könnte man jetzt alle 13 im Nu weglesen. Aber dazu müsste man sich auch alle 13 Bücher à 2 Euro direkt so in einem Monat holen. Und ja, man gibt durchaus auch mehr für andere Bücher aus. Aber das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass es also keine eigenen Geschichten sind, dass die Geschichten auch nicht irgendwie einen Abschluss haben. Aber es wird weitergelesen. Also ich denke mal, dass im Juni auf jeden Fall ja 3, 4 Bände davon noch bei mir einziehen werden. Einfach die, die ich dann noch lesen möchte. Wobei ich möchte ja eigentlich im Juni nicht fünfstellig bei den Neuzugängen. Ich möchte ja eigentlich, dass nur 5 Bücher einziehen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit den Krim-Chroniken. Aber ich möchte da auf jeden Fall weiterlesen und freue mich da dann auch drauf. Dann ist eingezogen von Jared und Neil Schusterman Dry. Das Buch habe ich schon vor Erscheinung bekommen, hatte ich jetzt auch schon in der Bücherwoche besprochen, ist ebenfalls schon gelesen. Hierbei handelt es sich ja um eine Endzeitgeschichte. Wir sind irgendwo in Kalifornien und es gibt kein Wasser mehr. Sowohl in den Flüssen, Bächen, wie eben aus der Leitung kommt auch nichts mehr. Die Vorräte sind aufgebraucht und die Menschen ja, neigen dann natürlich ein bisschen zur Verzweiflung. Ich bin ein großer Neil Schusterman-Fan, sowohl von der Size-Reihe als auch von Vollendet, wo ich ja gleich mittlerweile 3 Teile gelesen habe, wenn ich mich nicht täusche, und wo ich auf jeden Fall auch noch den 4. Teil lesen möchte. Und Jared ist sein Sohn und beide haben wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben, auch mit Perspektivwechsel, und ich mag so apokalyptische Endzeitgeschichten sehr, sehr gut. Ich hatte auch 2, 3 Kommentare, dass das nach einer tollen Dystopie klingt. Nein, es ist keine Dystopie. Also nicht, weil man eine Endzeitgeschichte oder eine düstere Science-Fiction-Version hat, ist das automatisch eine Dystopie. Eine Dystopie wird es ja erst, wenn man
also diese ganze Gesellschaftsform auf den Kopf gestellt wird, beziehungsweise man eben einen Diktator an der Macht hat oder was auch immer, also wie bei Panem zum Beispiel, das hat man hier nicht. Also hier sind wir einfach in der Endzeit, in einer apokalyptischen Story, wo eben irgendwas die Menschen verändern lässt von ihrer Art her, dass sie unmenschlicher werden und ja, also im Grunde eher sowas wie The Walking Dead, wenn man möchte. Und ja, damit können ja relativ viele was anfangen. Von daher also keine Dystopie, sondern ja, im Grunde eben eine Endzeitgeschichte. Dann als Hörbuch bei mir eingezogen, Schäfchen, Wolkenhimmel von Gabriele Engelmann, ebenfalls schon gehört. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich mag die Inselbücher von Gabriela Engelmann sehr. Wir sind bei der Insel, also wir sind in dieser Geschichte auf Föhr, eine Insel, wo ich noch nicht war, die aber unglaublich viel Spaß gemacht hat. Einfach so diese Entwicklung der Charaktere, was eben auch so mehr mit einem machen kann, wie einen die Vergangenheit manchmal einholt, was die mit einem auch macht. Und ja, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch das Schäfchen vorne auf dem Cover hat durchaus seine Berechtigung, da zu sein. Und mir gefällt einfach auch der Schreibstil von Gabriela Engelmann sehr, auch wenn ich, glaube ich, jetzt mit dem Buch aus dem letzten Jahr nicht ganz so glücklich war, hat mir das aber wieder super gut gefallen. Dann ist bei mir eingezogen von Niki Kiso, Dragon Fortune, der erste Teil. Ja, Niki ist ja selbst auch mal Booktuberin gewesen und wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse getroffen und sie hatte mir dann auch so ein richtig schönes Paket zugeschickt zu ihrem neuen Roman, der aber in eine Richtung geht, die, glaube ich, einfach nichts für mich ist. Und da ich ja ein Drachenfan bin und durchaus Geschichten mit Drachen mag, habe ich mir dann das E-Book vom ersten Teil sozusagen einfach mal geholt und bin da einfach sehr gespannt, was diese Drachengeschichte ja so ein bisschen mit mir macht, was darin passiert, was ein bisschen anders ist. Es soll wohl auch sehr humorvoll sein und darauf freue ich mich schon. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall schon einen zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon abgeschlossen ist oder nicht, aber ja, wer Drachengeschichten mag und auch ein bisschen Humor vielleicht darauf sich freut, der ist, denke ich, da auf jeden Fall richtig. Und dann hat mich noch erreicht der Blumenladen, der Mademoiselle Violetta von Maxim Huerta. Das ist ein Buch, was mich vom lieben Roman erreicht hat, dessen Instagram-Account ich euch unten mal wieder verlinke. Und das kann ich deswegen jetzt nicht in die Kamera halten, ja, weil es weitergewandert ist, weil ich so geschwärmt habe und es ja einer lieben Freundin weitergegeben habe, damit sie es auch einfach lesen kann und sich fallen lassen kann und die Lesezeit genießen kann. Und ja, wirklich eine wunderschöne Geschichte mit zum Teil auch einem skurrilen Charakter, mit ja auch Lebensgeschichten, die unterschiedlicher nicht sein können, die sich aber alle ja irgendwie zueinander finden. Und man merkt eben doch oft, dass ja, Freundschaft oder ja, dass das einfach doch was anderes ist, wie es Familie sein kann und wie froh man eigentlich darüber sein kann. Und ich fand die Geschichte so bezaubernd, so herzerwärmend, so besonders auch poetisch erzählt und ja, mir hat sie wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich bin froh, dass sie jetzt sozusagen weitergelesen wird und hoffentlich ganz viele Menschen noch begeistern kann. Ich habe ja dann eben die besagten Pakete von der lieben Rebecca und auch von Tanja erhalten. Die habe ich damals, als ich sie bekommen habe, in kleine im Grunde mitgefilmt. Einfach, dass ich sie dann auch in die Regale packen konnte. Und ja, diese beiden Videoschnipsel packe ich euch jetzt einfach mal rein und dann geht es mit den anderen Videos weiter. So, ich hoffe, dass wir das auch gedreht bekommen. Ja, ich habe ein Tauschpaket mit der lieben Rebecca gemacht. Ich verlinke ihren Kanal unten in die Infobox, beziehungsweise war es gar nicht erst so geplant, dass es ein Tauschpaket wird, denn sie hat ausgemistet, sie zieht bald um und hat mir Bilder geschickt von ihren ausgemisteten ja, Büchern. Und ich habe mir jetzt drei Stephen King ausgesucht, beziehungsweise zwei neue, eins, was ich kenne und eins haben wir getauscht und die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist bei mir eingezogen das Bild von Stephen King. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat die Stephen King heraussortiert, weil sie die jetzt nur noch in den neuen Heine-Ausgaben sammelt, wenn ich mich recht erinnere. Rebecca, revidiere mich, wenn ich mich täusche. Und es ist hier ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel, das unerbittlich auf ein apokalyptisches Ende zusteuert. Brillanter Psychothriller zu einem aktuellen Thema. Ich bin mega gespannt. Ich lese ja immer mal wieder Stephen King. Ich bin ein Kingsianer und dementsprechend musste das Bild dann natürlich auch einfach bei mir einziehen. Wie auch die Kurzgeschichtensammlung Nachts. Ich glaube, es sind drei Novellen dann wahrscheinlich enthalten.
Und darauf freue ich mich auch besonders, denn eine Novelle ist relativ bekannt und zwar ist das Der Bibliothekspolizist. Von der habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört und ich bin mega gespannt auch auf die beiden anderen. Und Novellen von Stephen King können ja entweder ein absolutes Highlight sein, aber ein totaler Flop. Und ich bin sehr gespannt, wie mich das hier überraschen wird. Es heißt auch so schön, zwei Reisen in eine Welt beklemmender Albträume. Warum zwei? Ach so, weil das eine Vorbemerkung ist. Okay, ich habe es verstanden. Dann ein Buch, das wir 1:1 getauscht haben, was deswegen eigentlich jetzt nicht in diese Neuzugänge gehört, sondern bereits im März bei mir eingezogen, und zwar im Kabinett des Todes. Da werdet ihr euch dran erinnern, dass ich da im April schon gesagt habe, ich habe das im Grunde gleich bei Rebuy mitbestellt oder Medimops, ich weiß es gerade nicht mehr. Und ich habe ja die neue Heine-Ausgabe gehabt und Rebecca hatte diese ältere Ausgabe und da haben wir gesagt, komm, wir machen 1:1 Tausch. Ist also eigentlich kein echter Neuzugang. Deswegen, ja, und das vierte Buch, ich muss jetzt hier mal nur kurz umschlichten, von Stephen King, ist Die Augen des Drachen. Und das ist ja eigentlich eine Kindergeschichte. Also die hat Stephen King für seine Tochter und den Sohn von Peter Straub geschrieben. Die haben wir im letzten Jahr gemeinsam gelesen, die Geschichte. Und die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen durfte die jetzt eben auch einfach als echtes Buch bei mir einziehen, weil die vorher nur als E-Book bei mir war. Ja, dann zwei Bücher. Ich glaube, das eine hat sie ungelesen aussortiert. Und das müsste hier Artikel 5 gewesen sein von Kristen Simmons. Das ist, soweit ich es gesehen habe, eine Dystopie, also eine düstere Science-Fiction-Geschichte. Denn es geht hier um die Moralstatuten der Vereinigten Staaten. Angefangen von der amerikanischen Kirche, über unmoralische Medien, über, dass es eine vollständige Familie geben muss, traditionelle Geschlechterrollen und es klingt sehr düster, sehr erschreckend, erinnert vielleicht so ein bisschen an den Report der Markt über andere Sicht und Weise, aber ähnliche Moralstatuten, bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Jugendbuch war oder ob das ein echter erwachsener Roman ist, das werde ich dann auf jeden Fall rausfinden. Hatte ich länger auf der Wunschliste, ist immer mal von der Wunschliste wieder verschwunden und jetzt ist es eingezogen. Und dann ein absolutes Highlight-Buch von Rebecca, was sie aber noch in anderen Ausgaben hat und mir hat sie jetzt sozusagen die Taschenbuchausgabe vermacht. Beziehungsweise hebt sie die eben nicht auf, weil sie es in anderen Ausgaben hat. Und ja, ich habe tatsächlich noch nichts von Walter Mörs gelesen. Ich habe noch nicht die Stadt der träumenden Bücher gelesen. Ja, ich weiß, da werden jetzt auch wieder viele die Augen rollen. Aber ich bin jetzt einfach mega gespannt. Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt die, die es lieben und es gibt die, die sagen, naja, ist schon ganz schön was Banales. Ich bin einfach gespannt auf diese Welt und ich habe mich noch gar nicht so groß damit beschäftigt. Ich freue mich jetzt, die Welt zu entdecken. Ich glaube, es wird gefühlt immer dunkler. Ich hoffe, dass ihr es noch einigermaßen sehen könnt und freue mich auf diesen Neuzugang. Ebenfalls ein Buch, was ich für eine Freundin besorgt habe, was eigentlich jetzt sozusagen kein klassischer Neuzugang ist, weil ich habe das Buch schon, ist Elias und Laia von Saba Tahir. Das ist eine absolute Erwachsenerin-Jugendbuch-Empfehlung, geht auch in so eine Richtung Dystopie. Aber eben ganz anders, habe ich absolut gefeiert, habe ich ja gehört, finde ich großartig. Ich muss auch unbedingt, glaube ich, jetzt mal weiterhören. Eigentlich wollte ich ja dieses Jahr auch den ersten und zweiten Teil rereaden, weil der dritte rausgekommen ist. Jetzt habe ich aber gehört, dass der vierte wahrscheinlich erst Ende 2020 ins Deutsche kommt. Und dann denke ich, ja, würdest du vielleicht nochmal rereaden? Ich bin da so ein bisschen unentschlossen, aber der wird jetzt weitergereicht an eine liebe Freundin, die Reihe unbedingt lesen muss. Und da danke ich Rebecca, dass sie mir die Bücher vermacht hat, mehr oder weniger im direkten Tausch. Ich habe, glaube ich, auch 2 oder 3 Bücher an Rebecca geschickt und ich glaube, da haben wir beide einen ganz guten Deal sozusagen gemacht und so haben jetzt die Bücher eben auch einfach ein schönes Zuhause und ich kann sie nun ins Regal packen. Die liebe Tanja hat ausgemistet und mir 4 Bücher zugeschickt. Und auch die möchte ich jetzt direkt einfach schon mit einbauen, damit ich sie dann auch einfach verräumen kann. Sie hat mir einige Bilder geschickt mit ihrer Ausmistaktion und 4 Bücher, wie gesagt, sind es hier geworden. Und zwar einmal von Marissa Mayer, Wie Monde so silbern. Das ist, glaube ich, der Auftakt einer Trilogie. Ich weiß, dass mich diese Reihe immer schon angesprochen hat. Es ist ja auch so ein bisschen eine Märchenadaption. Mich hat aber damals so ein bisschen gestört, dass vom Schriftzug man dieses Marissa Mayer genauso geschrieben hat wie Stephanie Mayer von der Biss-Reihe. Und ich weiß, dass mich das
das irgendwie abgeschreckt hat. Ich kann nicht mehr sagen so richtig warum, aber ja, es geht hier, soweit ich mich erinnere, auch um Aschenputtel, was man ja hier, also Cinderella, wie man ja auch so ein bisschen an dem schönen Cover sehen kann, und es ist wirklich eine sehr, sehr coole Aufmachung. Es scheint hier drin auch irgendwie was Dunkles zu sein. Ah, okay, bevor die Bücher starten, hat man eine schwarze Seite. Sehr cool, weil das sieht man hier so ein bisschen im Buchschnitt. Und es heißt hier auch so schön, Marissa Meyer gibt der Geschichte von Aschenputtel auf brillante Weise eine völlig neue und aufregende Dimension. Und Aschenputtel ist ja eins meiner liebsten Märchen und von daher bin ich darauf sehr, sehr gespannt und neugierig, was mich da erwartet. Dann habe ich den ersten Teil, ich glaube, einer Reihe von 4 Teilen, wenn ich mich nicht irre, und zwar von Matthias Teut, Eregor, Geheime Mächte. Das ist Science Fiction, wenn ich mich nicht komplett jetzt vertue. Ja, ich glaube, es ist hier ja, episch, spannend, magisch und 3 Hauptfiguren, die man einfach lieben muss. Ist sogar eine signierte Ausgabe, die mir Tanja hier weitergegeben hat, die sie selbst auf der LBM 2017 ja, im Grunde bekommen hat. Hier haben wir auch eine Karte drin. Und ich fand das mega spannend. Ich mag High Fantasy und ich glaube, ich hatte das sogar auf der Wunschliste, als ich es dann bei ihr gesehen hatte. Und es heißt, du musst zum Nebelsee reisen, mehr wage ich dir hier nicht zu schreiben. Nur so viel, bitte zögere nicht. Alles hängt davon ab, dass du bald gehst. Das Gefüge der Welt gerät aus dem Gleichgewicht. Ich glaube, es ist eine 3- oder 4-teilige Reihe, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es klingt spannend und ich bin hier immer mal wieder in so High-Fantasy-Phasen und da freue ich mich sehr drauf. Und dann hat sie mir 2 Bände einer Reihe geschickt, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum sie die eigentlich ja jetzt abgegeben hat. Ich weiß auch gar nicht, welcher jetzt Teil 1 und 2 ist. Ich glaube, Kate war der erste Teil Töchter des Mondes von Jessica Spotswood wahrscheinlich. Hier muss ich ehrlich sagen, haben mich die Cover irgendwie abgeschreckt. Ich mag die überhaupt nicht. Ist auch aus dem Egmont Ink Verlag. Aber dieses Cover, das schreckt mich so ab. Und es heißt hier so schön, eine Geschichte, die so fesselnd und bezaubernd ist, dass man hofft, sie möge niemals enden. Und es geht hier um verbotenen Zauber, denn es gibt, wir haben hier Schwestern, 3 Stück, sie sind Hexen und die werden verfolgt und verbannt und sie dürfen eben nicht auffliegen und es gibt auch noch eine Prophezeiung und ich glaube, es ist eine Trilogie, wenn ich mich jetzt nicht extrem täusche. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht, ob es eine Trilogie ist. Das müsste aber der erste Teil sein, Kate. Und der zweite Teil ist dann Sternenfluch. Den finde ich wiederum vom Cover doch sehr, sehr viel ansprechender. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber mich persönlich, ja, sprechen ja sehr oft Gesichter auf Cover nicht so an. Von daher ist das so ein bisschen grenzwertig mit dem Profilbild. Der erste Teil ist jetzt sozusagen auf meinem Sub gelandet. Bei mir ist das ja immer so, dass nur erste Teile auf dem Sub landen. Aber ja, Tanja hat die in besten Zuständen aufbewahrt und ich freue mich sehr, diese Geschichten zu entdecken und bin sehr neugierig auf die 4 Bücher, die ich von ihr bekommen habe, die jetzt auch ins Regal wandern dürfen, denn ich habe sie euch jetzt gezeigt. Als E-Book ist dann das neue Buch von der lieben Adriana Jakob bei mir eingezogen, Tödliches Klassentreffen. Hinter Adriana Jakob steckt Adriana Popescu. Sie hat sich im Krimi-Genre versucht und hat es als Self-Publisher herausgebracht und auch ich werde bei Adriana Popescu, aka Adriana Jakob, dann natürlich zur Krimi-Leserin. Und ich habe es nicht bereut, ganz im Gegenteil, ein wirklich toller Krimi, der mich auch als Nicht-Krimi-Leser absolut abgeholt hat. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie finden Krimi-Leser diese Geschichte. Mir hat es wirklich einen Spaß gemacht. Kann ich absolut empfehlen, auch wenn ihr sonst nicht Krimis lest. Allein diese tollen Charaktere, der tolle Plot, die spannenden Entwicklungen und auch die grandiosen Dialoge machen dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. Und Fall 2 ist, glaube ich, gerade in Arbeit und ich bin sehr gespannt, wann wir den dann auch in Händen halten können. Ebenfalls das nächste Buch ist ein absolutes Highlight, Love to Share von Beth O'Leary. Ein Buch, das ich in einer Leseprobe gelesen habe aus der Thalia, als ich dort war und mir dann dachte, dieses Buch musst du weiterlesen. Ich habe es dann gehört, ich habe es mir als Hörbuch im Grunde dann bei Audible angehört und bin absolut begeistert von dieser Geschichte. Großartig erzählt, eine Wahnsinnsidee mit 2 Personen, die sich eine Wohnung teilen, aber nicht, weil sie eine WG sind oder ein Paar sind, sondern er arbeitet Nachtschicht, braucht die Wohnung nur tagsüber, sie arbeitet tagsüber, braucht die Wohnung nur nachts
und sie teilen sich dann eben die Wohnung, ohne sich je eigentlich irgendwie über den Weg zu laufen. Großartig erzählt, so viel Weisheit, Liebesgeschichte, Lebensgeschichte und einfach so viel Tiefgang, wirklich großes, großes Bücherkino. Und das Buch muss definitiv auch noch als echtes Buch bei mir einziehen. Dann habe ich als E-Book vom Verlag bekommen Meine Suche nach dem Nichts von Lena Schnabel. Ein Buch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich darauf überhaupt gekommen bin, ob es in irgendeinem Mind-Magazin war oder in einem Podcast. Und wir haben hier eben die Lebensgeschichte einer Frau, die eben irgendwie alles aufgibt und sich auf die Suche macht. Und das fand ich einfach mega spannend. Und ich lese ja dann tatsächlich keine großen Rezensionen oder irgendwas dazu, sondern lasse mich dann natürlich auch einfach überraschen, was dieses Buch für mich bereithält. Und ich war total happy, als das Buch als das E-Book dann vom Verlag bei mir angekommen ist und ich das jetzt im Juni lesen kann. Dann, die kleine Bäckerei in Brooklyn von Julie Chaplin ist der zweite Teil der Escapes-Reihe, ich glaube irgendwie so. Da gab es schon das Café in Kopenhagen, was so ein bisschen hügelig war. Und es gibt auch noch einen dritten Teil, dessen Ort ich irgendwie vergessen habe, wo wir denn dann sein werden. Ja, das ebenfalls als Hörbuch bei mir eingezogen und ist auch aktuell noch am Hören, beziehungsweise wenn ihr jetzt natürlich das Video seht, habe ich es bestimmt schon fertig gehört und denke dann jetzt in der folgenden Bücherwoche werde ich dann darüber berichten. Ich mag Wohlfühlromane immer unglaublich gerne und ich mag das einfach auch zum Hören, dass man einfach Kopfhörer rein oder auch einfach laut hörend einfach da sitzt und das genießen kann und einfach die Augen auch entspannen kann, weil wenn man halt den ganzen Tag auf dem Bildschirm schaut, ist man halt abends wirklich auch froh, wenn man auch einfach mal so ein bisschen die Augen schweifen lassen kann oder auch im Garten liegt, auf dem Balkon sitzt, was auch immer. Ich mag das und wir sind hier eben in Brooklyn und wir haben hier eine Protagonistin, die eigentlich so ein bisschen aus der Flucht aus London nach New York gekommen ist und dort dann natürlich auch so ein bisschen ihr Leben aufräumt beziehungsweise natürlich auch ihr neues Leben ein bisschen gestaltet und das natürlich in New York, ich meine, was möchte man mehr? Dann habe ich von der lieben Sandra ein Buch geschenkt bekommen, über das ich mich sehr gefreut habe. Beste Freundinnen von Max und Jakob. Und wer sich jetzt fragt, wer sind denn Max und Jakob? Ja, das sind eigentlich Podcaster, die ich sehr, sehr gerne höre. Das sind eben Männer, die sehr direkt über Frauen, Sex und den Sinn des Lebens quatschen. Und ich mag den Podcast super gerne. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie ein Buch geschrieben haben. Das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ich weiß gar nicht, ist das noch relativ neu? Nein, es ist schon ein bisschen älter, wahrscheinlich deswegen. Und es heißt hier auch so schön, wenn Männer und Frauen so offen miteinander reden würden wie Max und Jakob, wäre unsere Generation weniger beziehungsunfähig. Und ich mag eben schon so den Humor und die Themen, die sie im Podcast besprechen. Ich bin sehr gespannt, was das Buch so für sich bereithält. Und sie fangen im Grunde an mit, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Und 11 Dinge, in die man sich verliebt. Warum sich Männer nicht auf Beziehungen einlassen können, ohne Happy End, Pornos in der Beziehung und so weiter. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Es klingt auf jeden Fall nach einer lockeren, luftigen, leichten Unterhaltung und bin sehr gespannt, was es für mich bereithält. Dann ein Buch, auf das ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, dass es im Mai erschienen ist und bei mir auch als echtes Buch eingezogen ist. Es ist das neue Buch der lieben Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Und bei diesem wirklich sehr coolen, knalligen Cover muss man eigentlich gar nicht mehr wissen, um was es geht, denn also mich hat das total gepackt. Ich habe das Cover gesehen, diesen Rucksack, ich hoffe, man sieht ihn ein bisschen durch die Kamera, der hätte durchaus ein bisschen ausdrucksstärker sein können. Ich mag es aber mit der weißen Schrift und der Autorenschrift dann in schwarz und ich finde, das Buch sieht optisch wirklich richtig, richtig schön aus und es ist auch ohne Schutzumschlag rot und man hat hier drin auch noch so eine Playlist, was ich mega gelungen gestaltet finde und es ist wirklich optisch richtig, richtig schön. Alleine auch hier hinten, also ich muss euch das einfach zeigen. Ich bin da total gefreakt und fasziniert und finde das richtig, richtig schön. Ist ja, glaube ich, das dritte oder vierte Buch von Anne Freitag. Ich weiß nicht, ich habe ja auch die New York Diaries Reihe von ihr gelesen. Dann könnte es tatsächlich wahrscheinlich sogar noch eins mehr sein, was ich gelesen habe. Und ich mag den Stil von Anne Freitag unglaublich gerne. Also ich bin da immer sehr gefesselt und gepackt, was da drin steckt. Und hier haben wir ja einen Roadtrip. Ja, manchmal muss man vom Weg abkommen, um den eigenen zu finden. Und
ich mag Roadtrips, ich mag es, wenn Menschen irgendwo starten, woanders hinkommen, sich dabei etwas verändert und man am Ziel eben anders ankommt, als man eigentlich losgegangen ist. Und ich mag solche Geschichten nicht nur im wahren Leben, so ist das ja jeden Tag bei uns Menschen. Das war sehr philosophisch, das wollte ich gar nicht so ausdrücken, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich sehe mich an einem Wochenende auf dem Balkon sitzen oder im Garten liegen und dieses Buch verschlingen und freue mich da wirklich sehr drauf und bin wirklich sehr happy, dass ich es vom Verlag zugeschickt bekommen habe. Und das letzte Buch des Monats ist dann Der kleine Alltagsmagier von Claudia Duwe. Ein Buch, über das ich irgendwie, ja, ich glaube tatsächlich beim Verlag gestolpert bin oder ist mir das irgendwie bei Facebook oder Instagram, ich glaube, so in der Werbung gezeigt worden. Und hier geht es tatsächlich eher in Sachbuchrichtung und es wird eben davon erzählt, was es eben für kleine Alltagsmagier gibt. Und mich hat das so angesprochen und ich mag solche Sachbücher ja sehr gerne, die einem einfach nochmal so einen neuen Blick auf die Dinge zeigen und man eben auch, wie kann man den Alltag schön gestalten. Und ja, ich mag sowas super, super gerne und freue mich auf dieses Buch und bin auch sehr happy, dass das als E-Book vom Verlag bei mir eingezogen ist. Und das war's jetzt. 23 Neuzugänge, irgendwie schon ein bisschen verrückt, aber ich mag's. so muss es auch irgendwie sein. Und ich meine, Bücher werden ja auch nicht schlecht. Ne? Also es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt 23 Joghurts gekauft hätte und wüsste, in einer Woche ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Das wäre ein bisschen verrückter, wie ich fände. Entweder isst man sie dann ganz schnell oder, ja, was auch irgendwie verrückt wäre. Aber naja. Ja, ich bin natürlich neugierig, welche Bücher so ein bisschen bei euch eingezogen sind, auf welche ihr euch besonders im Mai gefreut habt, ob ihr vielleicht auch Einzelbücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, schon gelesen habt, vielleicht auch begeistert davon seid, dann macht ruhig ein bisschen Werbung für das Buch. Freue ich mich natürlich immer darüber, mich auch mit euch auszutauschen. Vielleicht wollt ihr auch erzählen, wie viele Bücher bei euch eingezogen sind, wie viel ihr vielleicht auch einfach davon schon gelesen habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr da irgendwie zu den Klappentexten oder so wollt, guckt da einfach mal rein. Auch die Infos zu den Kanälen und sonstiges findet ihr natürlich unten. Und ich habe jetzt, glaube ich, nichts vergessen, auch lang genug gequasselt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.